Willkommen ins Ausland. Aus Sorge vor einer weiteren grenzüberschreitenden Verbreitung des Coronavirus werden Reisende an den Übergängen zwischen Österreich und Deutschland streng überprüft. Die deutsche Bundespolizei kontrolliert bereits seit heute engmaschig erneut an Haupt- und Nebenstrecken. Und die Millionenmetropole New York lockert ab Freitag den Lockdown. Restaurants, Bars und Cafés können ihre Innenräume eingeschränkt wieder öffnen, teilt Gouverneur Andrew Cuomo mit. Der von den Feiertagen rund um den Jahreswechsel angetriebene Anstieg der Neuinfektionen sei vorbei. Zudem sollen Ende des Monats auch die Klassenstufen 6 bis 8 wieder Präsenzunterricht bekommen, teilt Bürgermeister Bill de Blasio mit. Austria, das Wetter. Die aktuellen Temperaturen: Innsbruck und Klagenfurt derzeit 3 Grad, bei euch in Linz, Salzburg, Graz, Eisenstadt und Wien sind es 2, Bregenz und St. Pölten derzeit plus 1 Grad. Jetzt am Abend bleibt es immer öfter trocken, ein paar Regentropfen oder auch Schneeflocken sind in ganz Österreich nicht ganz auszuschließen. Morgen generell breitet sich im Laufe des Tages vor allem ab dem Nachmittag Regen und teils auch immer öfter Schnee auf weite Teile des Landes aus. Radio Austria. Verkehr. 6:02, ein Blick auf die Straßen. Wir starten in Osttirol. Da beschäftigt uns weiterhin eine Fliegerbombe am Bahnhof Lienz. Deswegen ist die B100 Trautalstraße in Lienz gesperrt. Ihr könnt über Nebenstraßen ausweichen, verliert aber bis zu 30 Minuten. Kärnten bzw. Salzburg, A10 Tauernautobahn. Die ist im Moment zwischen St. Michael und dem Knoten Spital nach einem Murenabgang gesperrt. Ihr könnt lokal ausweichen. Und Wien, 20 Minuten länger dauert es da aktuell auf der Tangente in Fahrtrichtung Graz zwischen Hirschstetten und St. Marx. Gute Fahrt mit Singer Sonnenschutz. Ihr Partner für Jalousien, Rollläden und Markisen. Bis Ende April 30% Rabatt auf Rollläden und Innenplissés sichern. Best of the Day. Der Sound deines Lebens am Feierabend. Einmal ganz kräftig durchstrecken, den Arbeitsstress mal so richtig abschütteln. Willkommen.